Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Gesundheitsminister Jens Spahn, Ihr Etat ist in diesem Jahr um 170% gesteigert worden auf 41,3 Milliarden Euro. Nächstes Jahr sollen es 24,3 Milliarden Euro sein. In normalen Zeiten würde man sagen, ordentlicher Zuwachs. Aber ich glaube, wir könnten alle gemeinsam lieber auf den Grund für diese Steigerung verzichten. Umso wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind natürlich die Mittelbereitstellungen jetzt, um gegen die Krise anzukämpfen, um das Coronavirus einzudämmen und um entsprechende Voraussetzungen auch zu schaffen, um es dann zu handeln. Und das gilt zum Beispiel auch für den Bereich der internationalen Gesundheitsversorgung und der Zusammenarbeit. Und Sie wissen, Herr Minister, Sie haben uns da auch voll an Ihrer Seite an diesem Punkt. Und ich hätte eigentlich von dem Kollegen der AfD heute mal eine Entschuldigung erwartet. Sie haben ja in den letzten Haushalten immer wieder den Antrag gestellt, die internationalen Mittel für die Gesundheitszusammenarbeit zu streichen, um gemeinsam Pandemien zu bekämpfen, zu impfen und so weiter. Und was braucht es denn noch mehr als eine solche Krise, als die Mittel, die wir in den Bundeshaushalt einstellen müssen? Schauen Sie sich die Bilder im Fernsehen an. Was braucht es denn noch mehr, um zu verstehen, dass es nötig ist, gemeinsam international gegen solche Krankheiten zu kämpfen? Und dann stellt sich der Kollege Spannenberg heute hierher und erzählt wieder die Geschichte, wie unnötig diese Mittel sind und dass sie gestrichen werden. Ich kann Ihnen eins sagen, wir werden sehr genau beobachten, wie Sie sich in den Haushaltsberatungen verhalten. Und wenn Sie wieder die Mittelstreichung beantragen, dann ist es nur ein zusätzlicher Beweis, dass Sie kein Interesse daran haben, wie es den Menschen in diesem Land geht. Und sehr geehrter Herr Minister, in dieser Krise wird zu Recht immer viel über die Helden und Heldinnen gesprochen, die den Dienst getan haben. Aber zu diesen Heldinnen und Helden gehören eben auch die Apothekerinnen und Apotheker. Und wir hätten uns ehrlich gesagt heute von Ihnen auch ein Wort gewünscht zum Thema Insolvenz des Rezeptabrechners AVP. 3.500 Apothekerinnen und Apotheker sind unverschuldet in eine Notlage geraten. Und es ist sicher richtig, jetzt hier auch Aufklärung zu betreiben, die Frage zu stellen, welche Rolle hat die Commerzbank gespielt, wie verhält es sich mit den Geldern der Krankenkassen und der Treuhandskonten, welche Rolle hat die BaFin gespielt, die Staatsanwaltschaft ist ja auch schon eingeschaltet, die Ermittlungsbehörden ermitteln. Aber diese Aufklärungsarbeit, Herr Minister, die hilft ja den Apothekerinnen und Apothekern nicht akut. Und deshalb befürworten wir die Forderung der Apothekerinnen und Apotheker für zinslose Darlehen von den Förderbanken in dieser akuten Phase, um Unverschuldete zu schützen. Sehr geehrter Herr Minister, es ist sicher sinnvoll, und die Kollegin Dittmar hat es ja zu Recht auch angesprochen, schon in der Krisenphase sich darüber zu Gedanken zu machen, wie die Strukturen angepasst gehört werden müssen und was man tun muss, um in der Zukunft besser vorbereitet zu sein auf solche Krisen und auf solche Situationen. Und deshalb befürworten wir im Grundsatz ja auch die 3 Milliarden Euro für das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, das jetzt eingestellt ist in diesem Haushalt. Wir begrüßen auch grundsätzlich, dass Sie Geld für Digitalisierung zur Verfügung stellen. Da herrscht auch ein großer Nachholbedarf bei den Krankenhäusern. Aber, Herr Minister, kritisch sehen wir durchaus, dass Sie eine Förderquote von 70% ausreichen wollen. Denn wir haben hier ein grundsätzliches Problem. Eigentlich sind die Investitionsausgaben, die Förderung von Investitionen im Krankenhausbereich, im Krankenhausbau, Sache der Bundesländer. Und wir haben einen Bundesrechnungshofbericht vorliegen, der sehr genau und detailliert beschreibt, welche Verpflichtungen die Länder in den letzten Jahren nicht nachgekommen sind. 4 Milliarden Euro Förderlücke, fehlende Gelder pro Jahr, die die Länder nicht zur Verfügung stellen. Und darüber müssen wir gemeinsam in der schönen Bundesrepublik reden. Wenn die Ministerpräsidenten zu Recht in dieser Krise von den Bürgerinnen und Bürgern eine Verantwortung einfordern, dann finde ich, sollten sie auch ihre Verantwortung wahrnehmen. Und das bedeutet, die Krankenhausfinanzierung im Investitionsbereich auskömmlich und ausreichend auszustatten. Und darüber müssen wir in den nächsten Monaten intensiv diskutieren. Die FDP-Fraktion
ist der Meinung, dass wir dazu eine Reform auf den Weg bringen müssen. Wir haben dazu auch schon Anträge eingebracht. Und ich setze darauf, Herr Minister, dass Sie unseren Anträgen in dem Bereich zustimmen, damit wir gemeinsam die Gesundheitsstrukturen vor Ort verbessern können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Klein. Einmal kurz desinfiziert und schon kommt die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, die Kollegin Dr. Gesine